Ich baue seit Jahren meine Kürbisse nicht mehr an einem gewöhnlichen Beet oder auf einem gewöhnlichen Acker an, sondern immer auf dem Kompost bzw. Misthaufen. Und nach dem Video, wenn ich dir die Gründe erklärt habe, warum ich das mache, wirst du es auch nicht mehr anders machen, deinen Kürbis auf dem Kompost anzubauen. Warum nun den Kürbis auf dem Kompost oder auf einem Misthaufen anbauen? Ja, die Frage kann man ganz leicht beantworten. Der Kürbis, so wie er wuchert, ist nämlich ein Starkzehrer. Der halt richtig viel Power benötigt, von daher sehr viele Nährstoffe und auch Lebendigkeit. Zudem gehört er auch zu den Kürbisgewächsen, das heißt wärmeliebend, und ein Kompost bzw. Misthaufen aufgrund des Verkompostierungsprozesses wird auch Wärme freigegeben und das liebt er auch dort. Einmal habe ich einen Kompost aus sehr frischem Wachtelmist gemacht und dort einen Kürbis reingesetzt und der ist sogar gewachsen, was mich sehr gewundert hat, weil es halt recht frischer Geflügelmist war und Geflügelmist ist halt sehr scharf, den man halt über mehrere Jahre eigentlich liegen lassen sollte, bevor man den halt in die Beete tut oder halt irgendwie was drauf bepflanzt, weil es halt doch sehr scharf für die Wurzeln ist. Die Kürbisse, die ich halt nutze, den GT Okonosum, 58 Jahre alte Kürbissorte, hat es dann irgendwie doch überstanden und konnte dann auch hier sehr schön wachsen und wuchern. Wenn ich den Kürbis so anbaue, ist es für mich einer der pflegeleichtesten Kulturen überhaupt, wenn nicht sogar einer der einfachsten, weil ich die Pflanze einfach nur im Mai da auf den Kompost setze, kannst du sogar schon ein bisschen früher machen, habe es mal Mitte April auch schon mal gemacht, aufgrund der Wärme, die dort entsteht, konnte ich auch mal Fröste ein bisschen abpuffern, was auch sehr erstaunlich war. Und ich muss dann gar nichts mehr machen, einfach ein bisschen gucken, dass halt die Schnecken die Jungpflanzen nicht zu sehr abknabbern. Nach ein paar Wochen wuchern die ja sowieso kreuz und quer und dann warte ich einfach nur noch, bis es halt zur Ernte kommt. Oder wenn es halt mal wirklich ein Sommer ist, wo es halt jetzt nicht mal ab und zu mal regnet, dann schaue ich halt natürlich, dass die Pflanzen dennoch genug Wasser bekommen. Dann gehe ich halt mit der Gießkanne hin und gieße ein, zwei Mal, aber sonst muss ich nichts machen. Die Pflanzen bekommen halt auch kaum Mehltau, erst dann wirklich zum Schluss im Oktober, während halt andere Kulturen wie zum Beispiel Zucchini oder auch Gurken in meinem Hochbeeten oder auch direkt in Beeten schon längst Mehltau hatten und eventuell auch schon eingegangen sind, sondern die Kürbis immer noch am Wachsen. Manchmal bilden sie auch noch Früchte, wenn halt der Oktober richtig warm noch ist. Außerdem befinden sich auf meinem Kompost sehr viele Pilze, weil ich ja halt sehr viele Holzhäcksel und strohiges Material mit eingebe und die ganze Pilzvielfalt sorgt natürlich für ein Gleichgewicht, stärkt auch die Pflanze, weil halt die in Symbiose mit der Pflanze, mit den Mykorrhiza-Pilzen geht und erweitert auch so hier die Wurzel und bietet auch viel mehr Nährstoffe. Und aufgrund dieses Gleichgewichts hat der Mehltau es nochmal umso schwerer, hier die Pflanze zu befallen, weil der Mehltau natürlich auch eine Aufgabe hat. Er möchte natürlich schwache Pflanzen zersetzen, aber wenn die Pflanze ja kräftig genug ist, mit Symbiose mit anderen Pilzen ist, hier die Nährstoffe aufnimmt, dann ist sie kräftig und wird halt nicht vom Mehltau angegriffen. Das gleiche Prinzip kannst du auch in deinen Hochbeeten anwenden. Das habe ich jetzt hier mit den Zucchini gemacht und schau dir nur an, wie kräftig diese Pflanzen auch sind. Also kein Vergleich auch zu den Pflanzen, die bei mir im Freiland wachsen. Wirklich sehr schöne Pflanzen. Und keine Sorge, das ist jetzt hier nur eine Musterung. Sortenbedingt ist kein Mehltau, kein Mehlbedarf. Also verschwende keinen Platz mehr, nutze den Komposthaufen effektiv. Bau da einfach locker und flockig Kürbis an. Du bekommst die Früchte quasi geschenkt. Du musst da wirklich nichts viel machen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Mehr Aufwand muss man sich wirklich nicht machen. Genauso wie die Aufbereitung von wichtigen Permakulturinformationen, wie du halt zum Beispiel zum faulen Gärtner wirst, werde ich hier an der Seite auch verlinken. Videos von meinem Kanal, sehr spannend. Und schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei für weitere Informationen, Tipps und Tricks. Vielleicht auch auf meiner Saatgutliste für die 58 Jahre alte Kürbissorte. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.